Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Oddworld Soulstorm. Wir haben die letzte Folge hier beendet. Und ich hoffe ganz, ganz stark und ganz, ganz sehr, dass wir es noch hinkriegen, das Level hier zu Ende zu spielen, denn ich habe ein bisschen Angst, dass es gebuggt hat. Ihr habt es ja gesehen. Warum kann ich das nicht dorthin werfen? So, weil ich hocke. Sieht der uns jetzt hier... ungünstig. So, den kriegen wir erstmal kaputt und wir fahren schnell wieder runter. Ja, ihr habt es ja gesehen, wir sind da oben irgendwie durch die Wand gebuggt, sind auf einer ganz komischen Ebene lang gelaufen und müssen jetzt wieder hier lang. So, die ganzen Mudokuns sind doch von hier drüben hierher gelaufen, ne? Wir haben hier den Hebel gezogen. Ich glaube, wir hätten einfach nur hier hochfahren müssen. Ja, ich war, glaube ich, dumm. In Sicherheit 250, verbleibend 0, also zumindest sind schon mal alle angekommen. Ohne dass wir haben irgendwas machen müssen. Alles klar, und jetzt kommen wir auch hier raus, wo wir rauskommen sollen. Okay. Weiß nicht, das war einfach so ein bisschen Hektik, weil ich das so verstanden hatte, wie wir müssen da gleichzeitig ankommen oder ich vor denen. Dann bin ich ja etwa wie verrückt schnell hochgerannt. Ziehe am letzten Hebel, um den Zug zu beladen, gehe an Bord und verschwinde. Okay. Was haben wir hier noch? Hilfsbereite Mudokuns. Mudokuns können Items benutzen, die Abe ihnen gibt. Drücke Y, um deinen Mudokons im Anhänger Reiter ein paar Steinbonbons zu geben. Befreite Mudokons sind sehr geschickt, zumindest wenn es darum geht, Dinge zu werfen. Okay. Das ist natürlich cool. Aber ich glaube... ich glaube fast, wir haben das mit den 250 Mudokons sehr gut hingekriegt. Weil ich denke, hier sollten eigentlich Sticks stehen. Und wir hätten hier schnell machen müssen, währenddessen die da hinten hochklettern, so wie wir das schon mal hatten vor einigen Missionen. Dann hätten die hier schön alle retten müssen und hätten wieder 100 Millionen verloren. Aber ich glaube, dadurch, dass wir hier rechts lang gerannt sind, haben wir das irgendwie, sind wir das umgangen. Gibt keine Sticks. Hauptsächlich Zuckerwasser, das aus Spaß an der Freude mit einigen Chemikalien versetzt wurde. Oh, und das sprudelt extrem. Na los, schüttel es ordentlich, aber wirf es weg, bevor die Dose das Blubbern im Inneren nicht mehr zurückhalten kann. Ich glaube fast... wir sind hier in einem ganz schönen Stress umgangen, sagen wir es mal so. Machen wir in Zukunft immer so. Sobald hier irgendwelche Mudokuns langrennen, die wir retten müssen, wir gehen einfach wo ganz anders lang und gut ist. Cool, weil dass wir einfach so hier ohne alles hier hochlaufen, glaube ich nicht. Hier war ein bisschen was geplant, sonst hätte es auch die ganzen Stäbe und so nicht gegeben. Naja, mir soll es recht sein. Jetzt müssen wir schauen. Wir müssen unten am Hebel ziehen. Das habe ich, glaube ich, vergessen. Ne, jetzt geht's wieder los. 250. Aber ich sehe keine Slicks. Ah, ich dachte schon, das war jetzt alles umsonst, was ich gequatscht habe. Nein, doch, es kommen Slicks. Scheiße. Ach Mist, es war doch alles wie umsonst. Wirf doch, wir haben keine Steinbonbons mehr. Ach, gibt's das denn? Dann gibt's hier sowas halt. Nein, nein. Ach, Entschuldigung, damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Naja, gut. Ich habe mich eindeutig zu früh gefreut. Hier gab es doch Steinbonbons. Habe ich vergessen, die mitzunehmen? Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich dachte, wir haben das Spiel ausgetrickst. Aber dem war leider nicht so. Wir nehmen jetzt trotzdem erstmal die Steinbonbons, weil die können wir einfach weiterwerfen. So, dann mal gucken, wie viel wir retten können. Der erste kommt hier, das wissen wir jetzt. Beziehungsweise eigentlich schon da unten. Können wir ihn hier außer Gefecht setzen. Wenn wir ihm dann noch so ein Ding auf den Kopf hauen. Wo haben wir es denn hier? Ne, das treffe ich von hier nicht. Ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, erstmal am besten hier bleiben. Treffen die nicht, wenn die an diesen Stäben sind, okay. Ihn ausschalten. Jetzt kriegt er wieder eine auf den Kopf. Jetzt kommt hier oben noch einer. Warum treffen wir den nicht? Jetzt treffen wir ihn. Geht. Aber wir haben bloß noch 30 Steine. Hier unten kommt einer. Hä? Ah, jetzt hat er mich von links wieder... ach, Mist, ey. Ach, dieses Spiel. Ich will halt so viele retten wie möglich. Auch wenn man das in den letzten Folgen nicht von mir denkt.
Gut, also wir müssen doch das Blubberzeug benutzen. Weil dann sind sie komplett ausgeschalten, hoffe ich zumindest mal. Na, dann lauf halt hier hoch. Hier der Regal, komm, mach. So, wir haben Steinbonbons einstecken, das passt. Wir können den jetzt hier erstmal ausschalten. Nein, er trifft nicht mehr. Jetzt trifft er. Hält er jetzt mal um? Noch zwei hinterher. So, dann machen wir hier runter. Jetzt kommt halt der drüben schon wieder. Wir müssen uns halt echt doll beeilen, ne? Machen diesen. Ich hoffe mal... Nein, wir haben uns selber vergiftet. Scheiße, der schießt unsere Kumpels ab. Mist. Jawohl. So ging's. Jetzt ihn abschießen. Die sind jetzt komplett tot, ne? Ich glaube schon. Ihn abgeworfen. Er hier drüben. Nein. Oh Gott. Jetzt wird das Überleben, ist ein Wunder. Wo kommt der Nächste? Wo kommt der Nächste? Shit, die stehen doch wieder auf, ne? Fuck. Ihn haben wir. Darf nicht so viel davon wegwerfen. Nein. Nein. Wir haben nichts mehr. Scheiße, wir verlieren Mudokons. Attacke. Jetzt greifen sie komischerweise wieder nur die Mudokons an. Davor bin ich gestorben, weil sie mich angegriffen haben. Können sich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Wahrscheinlich wen sie zuerst sehen, ne? Haben aber auch nicht mehr so viel Steine. 20 Stück noch. Verbleibend sind noch 8. Na gut. Wie viel haben wir denn? 83 verloren. Ach du Scheiße. Gut, wir haben's. Mehr sind's nicht. Hier oben den noch... Den müssen wir schnell noch abschießen. Nein, nein. Vergiss es. Wenn wir jetzt noch sterben, das wäre mies. 167 gerettet. Ist okay. Hier ist ein Schloss dran. Das kriegen wir nicht auf. So, wir fahren hoch. Ach, und jetzt geht der ganze Spaß nochmal von vorne los. Oh, oh. Aber es müsste eventuell die letzte Station sein. Hoffe ich zumindest. Wir kriegen nochmal 10 davon. Klebeband Mula gab's. Jetzt haben wir wieder 10 davon und bloß noch 7 Steinbonbons. Das schaffen wir doch im Leben nicht mit so wenig. Komme ich hier unten nochmal an die Bonbons ran, ohne dass mich einer abschießt? Nee, keine Chance. Gut, dann machen wir es halt so. Können da oben nochmal in den Schrank schauen. Und da ist noch, da ist ja auch noch ein Automat. Immer nur Kabelsets und Mula. Und hier nochmal Steinbonbons. Sehr gut. Mach mal voll. Oh ne, da kommt dann. Ah, da kommt noch eine Etage. Ich mag diese Zwischenspiele nicht. Ich möchte es eigentlich immer perfekt machen, aber es ist einfach nicht möglich. Schütze die anderen. Ja, machen wir. Wo kommt ihr raus? Hier kommen zwei. Der klettert hoch. Also müssten wir es irgendwie so machen. Trefft den nicht richtig. Jetzt treffen wir ihn. Den anderen so. Es trifft nicht. Wir verlieren zu viel Mudokons. Müssen wir halt hier rüber springen. Und jetzt schnell diesen machen. Fall doch um. Fällt nicht um. Nein, und der... Ach. Wie soll man denn auf 6 Slicks gleichzeitig achten? Ich verstehe das nicht. Ich bin zu doof dafür. Wie bei so vielen Sachen. Wir springen jetzt erstmal hier hoch. Der geht jetzt ganz hoch. Nee, jetzt kommt er hier rüber. So, so kriegen wir die auf jeden Fall ausgeschalten, ohne hier größeren Ärger zu kriegen. Nein, wir haben keine Bonbons mehr. Hä? Jetzt hat er wohl nicht mal gespeichert, dass wir noch am Automaten... Ach, scheiße, jetzt sind wir hier komplett ohne Bonbons. Ja, was soll ich machen? Wir haben... Gut, wir haben noch ein bisschen was, wir sind wieder tot. Ach, ja... Checkpoints schön und gut, aber
Wäre halt auch cool, wenn er sich irgendwie merkt, wo wir schon waren. Also halt mit dem Items. Ich weiß, ich habe erst nachdem ich den Checkpoint durchlaufen habe, war ich hier oben am Automaten, aber das hätte man trotzdem irgendwie so machen können. So, wir gehen wieder hoch. Holen uns hier nochmal volle Bonbons. Bin mir nicht sicher, wäre es vielleicht besser, wenn wir hier stehen bleiben, aber dann treffen wir bloß den hier. Alle anderen kriegen wir dann kaum, also den hier unten vor allem gar nicht. Müssen halt aber die ganze Zeit auch noch auf uns selber achten. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit aktuell. Ich fand an sich die Position hier nicht schlecht. Ich glaube, das hier ist der erste, den wir treffen können. Passt. So, den treffen wir so hier. Passt. Den kriegen wir auch direkt. Passt auch. Jetzt kommt hier noch einer. Kriegen wir auch. Der kommt hoch. Wie schnell hat denn der sich gerade erholt, bitte, ne? Jetzt ist der auch schon wieder da. Hier drüben ist wieder einer. Oh, oh. Schnell. Den hier noch. Wenn wir halt zumindest unendlich Bomben. Gut, den treffe ich gar nicht. Das brauche ich nicht probieren. Wir lassen den. Der darf schießen. Scheiße. Ach, ich bin doch direkt weggesprungen. Manu, es ist echt zu schwer. Ich hoffe, ihr seid auf meiner Seite. Und seht, dass das echt schwer ist. Eigentlich lief es richtig gut jetzt, der Anfang. Wir haben fast alle sehr, sehr schnell wegbekommen. Das hier geht alles noch. Der hier drüben auch, aber man muss halt nach links gucken, man muss nach rechts gucken, das ist echt nicht so einfach. Ich meine, klar, wir könnten den wahrscheinlich, können wir den fesseln? Wir können den fesseln. Da müssen wir einfach auf ein paar mehr Mudokons verzichten, die den ganzen Spaß hier überleben, aber dafür halt einfach ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen, dass wir es überleben. Ja. Ich habe direkt geschossen. Was soll ich denn machen? Och, Mensch. Weiß nicht, ob ich hier gerade irgendeine Taktik übersehe, mit der das alles viel einfacher wäre. Ja, ne, klar, wir können hier auch easy peasy überleben, indem wir uns einfach irgendwo in der Ecke verstecken. Und alle Mudokons sterben halt. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ich habe gar kein Blubberwasser. Wir haben jetzt nur noch Bonbons. Ich werfe jetzt die Bonbons drauf, so viel wie geht. Die, die wir nicht kriegen, kriegen wir halt nicht. Jetzt ist erstmal das oberste Ziel, dass wir den ganzen Spaß hier überleben. So, der wird gefesselt. Nicht der Schrank. Fesseln, danke. So. Der da hinten. Müssen wir halt gucken. Jetzt kommt gleich unten wieder einer. Der oben verschwindet jetzt. Und jetzt kommt der hier. Den müssen wir achten. Rechts kommt keiner. Oben sind zwei. Einer wird runterkommen. Jetzt kommt rechts von uns wieder einer. Den da oben kriegen wir nicht, der bleibt halt so, wie er ist. Na, was wollen wir machen? Den würde ich ganz gerne jedes Mal fesseln. So, jetzt kriegt er hier drüben noch auf den Kopf. Und der drunter auch. Scheiße. Nee, der schießt nicht auf uns, ein Glück. Nein. Ach, weh, ich wäre jetzt gestorben, ich sag's euch. Ich glaube, die sind alle weg, ne? Die alle oben, ja. Versteck dich. Was haben wir geschafft? 90 Stück, 160 gestorben, oh Gott. Ich weiß gar nicht, warum die uns hier alle verehren als den großen Retter, weil ganz ehrlich, das sind wir absolut nicht. Aber lieber einen gerettet als gar keinen. So, wir haben ein bisschen Mula gekriegt. Und wir haben die letzte Station. Nee, da kommt noch eine. Wie viele denn noch? Obwohl, nee, da ist dann das Vogelportal. Da haben wir sie dann, glaube ich, gerettet. Es gab wieder zwei Verstärker. Ich weiß noch absolut überhaupt nicht, was wir damit machen können.
Vielleicht können wir auch schon längst irgendwelche coolen Sachen bauen. Gummibonbon gibt's noch. Aber alles andere haben wir noch nicht erforscht, ne? Das wäre vielleicht noch eine Überlegung gewesen, weil Verstärker, was sollen wir damit anfangen? Vielleicht können wir irgendwie laut die Musik aufdrehen und die Slicks sind betäubt. Wäre natürlich cool. Aber es scheint halt nicht so. Das ist alles noch gesperrt. Recyclinganlage waren wir. Hier waren wir überall gut. Also müssen wir wieder einmal Hebel ziehen. Wir müssen unbedingt hoch. Ich würde mich ganz gerne wieder auf die Seite stellen. Eventuell halt einfach so hier hin. Müssen wir mal gucken. Ich kann mich nicht hier oben dran... Jetzt kann ich mich dran hängen. Dann haben wir ihn schon mal K.O. Na geil, den kriege ich gar nicht von hier. Dann eben so. Der kommt jetzt hier hoch. Nein. Geh bloß weg. Hau ab. Er kommt jetzt hier runter. Wir haben keine Bonbons mehr. Geil. Habe ich nicht gerade voll gemacht? Wir hatten anscheinend nicht genügend Mula und jetzt sind wir gleich tot. Ja. Ach, Leute. Was soll ich da machen? Wie viele Bonbons haben wir denn bekommen? Hier steht doch 50. Wir haben doch im Leben jetzt gerade nicht in den paar Sekunden 50 an den Dingern. Obwohl, ich war schon mal gestorben, ne? Oder nicht? Nee, ich war nicht schon mal gestorben. Ach, ich weiß es nicht. Wir machen es einfach nochmal neu. Es ist halt nur das Doofe, dass wir hier echt einen scheiß Standpunkt haben, weil wir müssen unbedingt, also wir müssen den Standort wechseln. Hier oben der kommt und den kriege ich absolut nicht von unten und dann kommt unten einer und den kriege ich wieder nicht von hier oben. Den kriegen wir gar nicht. Weiß halt nicht, wie viel länger die wirklich dann betäubt sind, wenn wir die extra noch fesseln. Das frisst halt auch einfach eine ganze Menge Zeit, ne? Das ist halt noch so ein bisschen das Problem. Den haben wir. Nein, ah, ich bin doch direkt runter durchgerannt. Das wird wieder eine sehr anstrengende Folge für euch. Das tut mir leid. Aber ich mache das nicht mit Absicht. Was gibt's denn hier Schönes? Gibt's wieder diese Getränke? Vielleicht bleibt man einfach hier stehen. Ich glaube, ich stelle mich jetzt da oben bei der Getränkekiste hin. Das ist einfach die sicherste Variante. Dann kriegen wir halt ein, zwei Slicks nicht. Aber ich habe auch keine Lust, hier noch 30 Versuche zu brauchen. Dafür, dass wir am Ende dann sowieso nicht alle gerettet haben. Weil was macht's für einen Unterschied? Entweder haben wir halt echt viele gerettet oder halt echt weniger und echt viele sind wir schon viel zu spät für. Kriegen wir eh nicht mehr hin. Dann soll der da unten halt rumballern. Wir holen uns den hier drüben und Hauptsache wir überleben das jetzt. Guck mal, sind schon gar nicht mehr so viele, ne? Haben wir gar nicht. 61 Stück haben wir, das passt doch. Es ist nur die Frage, wie wir ihn hier am besten kriegen. Am besten so. Müssen wir denn lang? Wir müssen hier rüber. Scheiße, die werden alle wach. Wenn ich jetzt sterbe, flippe ich völlig aus. Scheiße, nein, nein, stirb. Wie kommen wir denn hier hoch? Links? Nee, links können wir nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier hochkommen. Hä? Nicht doof? Ich fessel den jetzt erstmal. Dass der mir hier nicht alle zwei Sekunden auf die Nerven geht. Dann kriegt er da drüben eine auf den Kopf. So, dann kriegt er hier eine auf den Kopf. Können wir ihn auch nochmal fesseln. Weil mit dem Aufzug kommen wir nicht weiter hoch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der da oben ist jetzt komplett weg, ne? Die anderen stehen halt teilweise dann wieder auf, nachdem sie gefesselt wurden. Der ist jetzt auch weg. Okay. Wir kommen ja hier nicht hoch.
Im Aufzug können wir nicht weiter hochfahren. Da steht ein Ding. Klettere zur vierten Plattform. Ach, da oben ist frei. Entschuldigung, jetzt sehe ich es erst. Wir waren doch schnell an der richtigen Stelle. Pardon, war ich irgendwie zu blind für. So, und ihr geht jetzt alle mal ins Vogelportal, bitte. Oder in den Zug. Gehe an Bord und verschwinde. Weiß nicht, wozu das Dings jetzt noch hier ist. Da kommt ja jetzt keiner mehr. Nee. So, wir haben gerettet 61 Mudokons. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ich sehe nicht, wie wir hier an Bord kommen sollten, es sei denn, es backt wieder. Nee. Also müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, zum Glück haben wir die hier ausgeschalten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier überleben. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will eigentlich nicht unbedingt kämpfen, sondern ich würde am allerliebsten nur ganz schnell durch. Nein! Och, Mano. Das gibt's doch nicht. Seit wann haben die aber auch so eine krasse Reichweite? Wir müssen das nochmal komplett spielen. Ach, Leute. So viel Pech muss man erstmal haben. Warum müssen wir denn aber auch wieder komplett zurücklaufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Also, das verstehe ich nun wirklich nicht. Das ist echt ein bisschen fies vom Spiel. Dass es uns wieder komplett zurücklaufen lässt. Naja, wir lassen die jetzt schießen. Weil was halt nur cool ist, komischerweise haben wir jetzt bloß... Achso, nee. Ich nehme alles zurück. Wir haben wieder 61 gerettet. Ich wollte gerade sagen, warum stehen denn jetzt weniger da? Wir haben doch genau dasselbe gemacht, aber nein. War noch nicht alle in Sicherheit. So, dich fesseln. Dann fesseln wir dich noch. Und dann bringen wir die hier oben mal in Sicherheit, die Guten. Ihr dürft alle. Jetzt ist auch die Plattform hier aufgegangen. Aber wir müssen wirklich wieder komplett zurück, ne? Schade. Wir sind schon viel zu lange unterwegs. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Tut mir leid, die Folge lief richtig, richtig kacke. Aber ihr seht selber, es ist wirklich nicht das Einfachste. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.